Ach komm, hör jetzt auf, genau so. Doch, das musst du auch auftanken. Das ist doch noch gut aufgetankt. Ich hab das doch vorhin erst getankt gehabt, wo wir angefangen haben. Mal gucken. Vielleicht verbraucht er nicht so viel. So, den Tisch. Aber ich tue ihn erstmal hier so hin. Ja, könnte ich. Aber ich bin immer so, das ist das Problem bei mir, ich bin Perfektionist. Bei mir muss das dann hier drinnen stehen. Weil es einfach schöner aussieht. Ich weiß, das ist scheißegal, weil, ne, und Gold und ja, ihr habt ja auch alle recht, aber es ist, ja. Ich weiß, aber es ist, das ist schwierig. Da hätte ich mir auch den Generator nicht kaufen müssen. Ich weiß das. Das weiß ich alles. Aber es ist halt. Das stimmt auch. Da hast du auch vollkommen recht. Oh, wie viel der schon jetzt schon rausholt aus dem einen Eimer. Aus dem einen Eimer holt er auf jeden Fall mehr raus als ich. Wenn ich da das Ding wasche. Das ist ja auch das, was du ja zum Beispiel jetzt auch meintest mit dem Wegen, ne? Das ist ja zum Beispiel das, was mich auch so ein bisschen ärgert, sagen wir es mal so. Mit den Generatoren hier, weißt du? Dass du jeden einzelnen Generator jetzt wieder anmachen darfst. Dass es da leider keine Verlängerungsschnur gibt, weißt du? Das ist ein bisschen blöd.
Jetzt kloppen wir hier alle Eimer voll. Dann schön alles zu Waschtisch. Dann mal gucken, was wir da rausbekommen. An Kohle. Wo ist der Eimer jetzt hin? Da. Das ist richtig, das ist richtig. Ach. Wir gehen nicht pleite. Wir gehen nicht pleite. Achso, da war es ja noch was drin. Halt, ich habe was vergessen. Ja, hatte ich vergessen gehabt. Ja, hatte ich vergessen gehabt. Ich bin ja so ein Spezialist immer für sowas. Ich bin immer so ein Spezi dafür. Dass solche Sachen immer vergisst. Das ist gut, dass du alles siehst. Stell dir mal vor, wenn ich das nicht sehen würde. Das wäre ja grauenhaft. Ich hab das voll verpeilt mit dem Maschinengarde, muss ich ehrlich sagen. TTT. Ach, sag doch nicht so was. Sag doch nicht so was. Ich finde das gut. Ich hätte das nämlich vergessen. Mein Problem ist nämlich, ich achte nämlich auf sowas, wenn ich, ob die Maschinen an sind oder aus sind. Das ist immer so ganz schlimm beim Ausmachen. Weißt du, dann denkst du mir, warum ist das Benzin alle? Hast du ausgemacht? Und irgendwann denkst du so, ah, nee, scheiße, hab ich nicht. Das ist echt schlimm. Weißt du, was mich ja... Scheiße, das kann ich gar nicht machen. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was mich ja brennt interessieren würde, ob mein Bot das mit dem Love Command genau nämlich so sieht, weil ich hatte diesen Love Command ja auch. Das würde mich ja mal interessieren, ne? Was? Jemand möchte... Ja, ich habe jetzt gerade Zeit auf dem Arbeitsamt zu gucken, weil ich bin im Backe. Das fällt mir gerade ein. Letztens auch hier Goldwasch gespielt. Frauchen sagt, Schatz, Essen ist fertig. Ich sag so, ja, ich kann nicht, ich sitze im Backe.
Das hätte ich lieber mal nicht gesagt. Gab's gleich Ärger. Aber ich habe mich getraut, es zu sagen, dass ich im Bagger sitze. Ich habe mich getraut. Den Befehl. Ach Scheiße. Na gut, jetzt kann ich auch so machen. Wem sagst du sowas da? Ist ja auch was drin? Nee. Ah ja, viel ist da jetzt auch nicht drin. Ist noch nicht gereicht? Ach Scheiße. Ich hab gar keinen Eimer da unter. Ich habe ja gar keinen Eimer da unter gehabt. So ein Cheat. Bumm. Danke. Machen Sie dann bei euch eine Straße oder was? Oder generell Haus? Haustechnisch. Am besten ist auch, wenn du die Tür aufmachst und einfach rausschreist zu den Bauarbeitern, dass sie wieder ein bisschen leiser sein sollen. Das wäre eine Option, das könnte man machen. Das war ja gerade nix. Da war nicht viel.